Schauen wir uns das erste Pattern mal an, nebenbei kein Gang of Four Pattern, da es deutlich früher historisch schon entstanden ist. Und das ist eigentlich, ja, es ist ein Pattern oder eine Architekturidee, darüber kann man auch vortrefflich streiten, ist eine Aufteilung der Klassen verschiedener Aufgabenbereiche. Und die Aufgabenbereiche sind eben genau das, was im Namen drin steht. Es gibt Model, View und Controller Klassen. In so einem einfachen Beispiel, wenn es mal gleich nur eine davon geben, das ist aber definitiv nicht gefordert, was da so drin steht. Die Idee ist ursprünglich entstanden, als so die ersten grafischen Oberflächen entstanden sind. Also typische grafische Oberflächen ist es, dass es Objekte zur Eingabe gibt, die zur Bearbeitung der eigentlichen Inhalts der fachlichen Klassen führen, die dann eventuell zur Änderung auf der Anzeige führen. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, was zu ändern. Es gibt dann irgendwie eine Fachklasse, die Daten hält und es gibt dann die Möglichkeit, irgendwas anzuzeigen. Da kommen wir eben auf den sogenannten Model View Controller Ansatz. Der stammt aus der saubersten und ersten kommerziellen objektorientierten Programmiersprache Smalltalk, Ende der 80er Jahre. Smalltalk gibt es noch, aber als Nische, einfach historisch gesehen, die Sprache wurde damals entwickelt und parallel hat man dafür versucht, gleich innovative Technologien von uns zu verkaufen, Richtung Xerox und ähnliches. Das waren die ersten Systeme nebenbei, die eine Maus hatten, ja, Ende der 80er Jahre. Also Maus ist keine Erfindung von Apple oder sonst irgend sowas, hat es schon deutlich vorher gegeben dann. Ja, das heißt, es gab da eben grafische Oberflächen oder grafische Möglichkeiten mit einer Maus und eine neue Programmiersprache. Und all das wurde zusammengepackt für einen riesigen Batzen Geld und versucht zu verkaufen. Und obwohl sehr großer Mehrwert in diesen diversen Sachen dort lag, waren sie damit einfach ja ungefähr 20 Jahre zu schnell. Mindestens 20 Jahre. Also Smalltalk, ja, ist sogar Anfang der 80er Jahre entwickelt worden und war einfach zu innovativ. Das gibt es bei anderen Produkten auch, dass sie einfach zu früh auf dem Markt waren. Das kann man sich teilweise sogar angucken, wenn Sie den heutigen Markt mit Apps angucken. Es gab ja so eine .NET-Krise, nein, eine Dotcom-Krise eigentlich oder nur Dot-Krise, die man hatte dann in den 2000ern, wo dann diverse IT-Unternehmen irgendwie, ja, man denen nicht mal zugetraut hat, dass sie überhaupt was können. Und deswegen schlagartig dann die Aktienwerte von diesen Firmen total in den Keller gegangen sind. Und da war es teilweise auch so, dass die Leute sehr innovative Ideen hatten, aber die konnten teilweise mit der Technologie, die es dort gab, noch nicht umgesetzt werden. Die hat man dann, ja, mit unseren schönen Handys und sonstigen Sachen dann, wenn sie man da irgendwelche smarten Sachen hatte, dann eben wieder herausgeholt und mittlerweile kann man die dann teilweise nutzen. Also die Ideen waren schon früher da. Egal. Kleine Randnotiz am Rande. Das heißt also, Model View Controller gibt es schon relativ lang und die Idee ist, unser Model ist also unsere Fachinformation, unsere Entitätsklasse, die wir dort haben, Zustandsinformationen der Komponente der Inhaltsklasse. Also wenn Sie sich eine Entität drunter vorstellen, absolut okay. View ist die Anzeige. Das heißt also, wir haben eine Anzeige, mit der wir eben den Zustand des Models oder Teile der Werte davon anzeigen können. Nebenbei, ein Model ist sinnvoll, ein View muss nicht so sein. Warum kann es nicht verschiedene Varianten geben, wie etwas dargestellt wird? Also eine Zahl auf dem Bildschirm oder das als Balkendiagramm oder ein Teil eines Tortendiagramms oder ähnliches dann. Also Views kann es viele geben. Das kann schon mal sehr sinnvoll sein. Ja, ein Controller ist dafür da, legt das Verhalten der Komponente auf Benutzereingaben fest, ist eben praktisch dafür da, das Model zu bearbeiten. To manipulate, also manipulieren, klingt im Deutschen immer negativ, also zu bearbeiten dann in der Form, was er machen kann. Und muss es immer nur ein Controller-Objekt dazu geben? Nö, da kann es auch wieder viele Controller-Objekte geben, die dann irgendwie was steuern. Also dass es nur ein Model gibt, also für den konkreten, für eine konkrete Entität. Also für ein konkretes Objekt einfach dann ist sinnvoll, das individuelle Objekt. Aber zu einem Objekt kann es viele Views und viele Controller geben, die miteinander zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit muss man sich überlegen, wie die aussehen kann und die muss festen Regeln folgen. Das ist nebenbei durch MVC allein durch den Namen noch nicht festgelegt. Es gibt selbst von MVC diverse Varianten mittlerweile, die auch alle durchaus einen gewissen Sinn haben. Und ich versuche jetzt ganz einfach mal so ein bisschen was dazu zu erzählen und zu visualisieren. Das hier ist eine Variante. Also die Variante, die wir dort haben, das Model kennt den View dann in der Sache. Das habe ich hier mal aufgemalt, wie das Verhalten ist im laufenden Betrieb. Und hier unten steht nebenbei, wie es erzeugt wird. Also es wird erstmal ein View angelegt, dann wird das Model angelegt und das Model kennt den View, in dem es dargestellt werden soll. Und der Controller kennt das Model, was er bearbeiten möchte, was er ändern möchte. Dann kann man eben beim Controller aufrufen, mach mal eine Änderung. Also ändere.
Parameter nebenbei weggelassen, ist nur eine Skizze. Und der Controller sagt dem Model, ja, änder dich mal. Model sagt, oh, ich habe mich ja geändert, dann sage ich dem View mal Bescheid. Und dann stehen hier zum Beispiel Parameter drin, was sich geändert hat. Und der View zeigt die Sachen an. Und plupp, geht die Kontrolle hier wieder zurück. Das ist ein einfacher, typischer Kommunikationsablauf, wie der aussehen kann. Das versuchen wir mal zu erweitern, indem wir ganz einfach einen zweiten View dazu nehmen. Machen wir es hier nochmal, gucken wir uns vielleicht kurz die Erzeugung an. Also ein View, noch ein View, den wir jetzt hier haben, die alle dann ja, zur Anzeige da sind. Und das Model kriegt mit, hey, diese beiden Views sind dafür da, um mich anzuzeigen. Das hier sieht natürlich ein bisschen wackelig aus, weil das ist Parameter vom Typ View und das ist ein View 2. Und wenn jetzt noch einer dazu kommt, da kann man vielleicht noch was ein bisschen schöner machen. Die Idee ist erstmal ganz gut, aber ein bisschen hölzern umgesetzt. Aber Model kennt einfach alle Views. Ja, und der Controller kennt nach wie vor nur das Model und kann das Model ändern. Das heißt, der Controller ändert das Model. Ja, sehen wir hier dran, der Controller wird von außen angestoßen, und dann ändert der Controller das Model. Das Model sagt, oh, es gibt ja Views, die sich dafür interessieren und sagt mal dem einen View Bescheid und dann sagt es dem anderen View Bescheid und dann ist die Abarbeitung hier abgeschlossen. Das ist also so die Grundidee. Da kann man sagen, ja, nicht schlecht, aber das da unten gefällt uns nicht. Dann kann man sich mal überlegen, wie könnte man das variieren? Und dann ist eine Variante, die man sich überlegen kann, das Model soll ja einfach nur alle Models, alle Views kennen. Warum hat das Model nicht ganz einfach eine Collection von Views? Und damit das eventuell auch unterschiedliche Views sein können, warum hat das Model nicht eine Collection von Views? Und Views selber ist nur ein Interface. Und alle konkreten Objekte können dann beim Model Bescheid sagen, Kuckuck, ich bin ein View von dir und ich möchte, dass man mir Bescheid sagt. Und das ist auch eine sehr gute Idee, wenn man mehrere Views hat. Diese Idee mit den mehreren Views habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Gucken uns das nochmal an. Wir erzeugen einen View, was wir hier haben. Wir erzeugen noch einen View. Haben dann hier eben unser Model und sagen dem Model Bescheid hier, oh, du hast ein paar Views, die sich dafür interessieren. Deswegen machen wir beim Model einfach mal Add oder hinzu vom View 1, von dem ersten View und vom zweiten View. Noch haben die hier nicht ein gemeinsames Interface oder so, aber das sollte bei Ihnen schon so in den Fingern jucken und sagen, das wäre ja sinnvoll, dass man da nicht irgendwie zwei Listen oder irgend sowas davon hat. Der Controller kennt nebenbei den View immer noch. Der Ablauf ist identisch wie vorher. Änderungsaufruf auf dem Controller, der sagt dem Model Bescheid, was gemacht werden soll. Model ändert sich und der sagt dem View Bescheid, guck mal, ich habe mich geändert, mal mich mal. Und sagt dem nächsten View Bescheid, guck mal, ich habe mich geändert, mal mich mal. Und dann geht die Kontrolle hier wieder zurück. Das ist also dann praktisch so eine Grundidee, was man dort machen kann. Kann man allerdings auch noch ein bisschen sich überlegen, aha, jetzt muss man hier so eine zentrale Klasse haben, in der man also alle Views irgendwie an das Model dran klebt. Muss das denn wirklich so sein? Kann man das nicht geschickter machen? Und da kann eben die Idee sein, warum soll so ein View nicht eigentlich selbst in der Lage sein, beim Model Bescheid zu sagen, Kuckuck, ich möchte gerne, dass du mir sagst, wenn du dich änderst. Und das ist die nächste Idee. Also immer noch die gleiche Model-View-Controller-Konstellation, die wir bis jetzt hatten, aber noch ein bisschen weiter optimiert. Und das sehen wir uns hier mal an. Was haben wir denn jetzt hier stehen? Wir erzeugen erstmal das Model, erzeugen den Controller, der kennt natürlich das Model, das wissen wir nach wie vor. Aber der View wird jetzt hier nicht am Anfang erzeugt, sondern der View wird mitgeteilt, guck mal, oder der View kriegt das Model übergeben, was er gerne beobachten möchte. Er möchte sagen, ich möchte das gerne mitbekommen. Und was macht der View im ersten Schritt? Er sagt ganz einfach dem Model Bescheid, hier bin ich, bitte sag Bescheid, wenn du dich änderst. Und das Gleiche macht der andere View auch. Der sagt dann auch einfach dem Model Bescheid, hier bin ich, bitte sag Bescheid, wenn du dich änderst. Und das habe ich jetzt hier nochmal aufgeschrieben, weil diese vier Zeilen, die hier stehen, sehen wir hier drin auch noch. Aber das innere Verhalten, da gibt es zwei Stellen oder eigentlich eine Stelle, die wir zweimal sehen, die spannend ist. Sehen wir das erste nochmal an. Wir erzeugen ein neues Model, okay. Wir erzeugen den Controller, der das Model kennt, okay. Wir erzeugen einen View, der das Model kennt, okay. Ah, dann wird es spannend. Als erste Aktion, weil der View kennt jetzt das Model, sagt er ganz einfach beim Model Bescheid, füge mich hinzu als Interessent für Änderungen. Und das heißt, hier wird mit dem This übergeben, dass man sagt, ich möchte eben, ich selber möchte eben jetzt hier mit dann erkannt werden. Dann geht die Kontrolle wieder zurück. Sie kennen das Schwingen, dass man hin und her schwingen kann.
Gehen Sie davon aus, dass ich gerade mit meinem Stuhl hier am Hin- und Her schwingen und mit einem Finger drauf zeige, wie das so wusch und wusch hin und her geht. Okay. Und dann wird eben hier ein neuer View angelegt und der sagt auch sofort Bescheid. Oh, Model, ich möchte gerne über Änderungen informiert werden. Und dann macht es hier wusch zurück und dann macht es hier auch wieder wusch zurück dann in der Sache. Das ist also der Ablauf, wenn man jetzt hier diese Variante erstellen möchte. Das Model kennt damit alle Views, die angeschlossen sind und kann so eben auch dann bei Änderungen konkret reagieren. Ja, und wie die Reaktion aussehen kann, das habe ich hier nochmal aufgemalt. Ist auch wieder sehr ähnlich zu den Sachen, die wir gerade gehabt haben, zeigt aber noch eine detailliertere Variante. Ich habe zwar nur ein bisschen über Parameter geredet, werde das hier eigentlich dann doch nochmal ein bisschen detaillierter machen. Also die Idee ist, von außen gibt es den Änderungsaufruf beim Controller. Der sagt dem Model Bescheid, was sich ändern soll. Model ändert sich und Model kennt jetzt ja alle Views und sagt dem View ganz einfach Bescheid, ja, zeig mich mal, aber übergibt zum Beispiel nicht die Informationen, die dargestellt werden sollen. Und das heißt, der View ist selbst dafür verantwortlich, rauszukriegen, was sich dann geändert hat. Vielleicht nebenbei auch, wenn man zeige, irgendwas doch noch übergeben wird, ob er sich überhaupt dafür interessiert, ob das Sachen sind, die er überhaupt gerade aktuell darstellt. Und wenn das so ist, fragt der View beim Model nach, wie sieht eigentlich dein aktueller Zustand aus? Dann kriegt der View den aktuellen Zustand, macht die Darstellung neu. Und dann geht eben die Kontrolle erst wieder zurück zum Model. Und dann sagt das Model dem nächsten View oder jedem anderen View dann Bescheid, zeig mich mal. Der View fragt, wie sehen denn die aktuellen Werte aus? Und dann wird eben hier der aktuelle Wert zurückgegeben, hier auf dem Pfeil. Und dann geht die Kontrolle insgesamt wieder zurück. Wenn man es ganz genau anguckt, müsste dieser Pfeil, der hier ist, eigentlich zweigeteilt sein. Der geht erstmal hierhin wieder zurück und dann geht der nächste Pfeil hierhin wieder zurück. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich das auf den Folien sicherlich ergänzt haben. Schauen wir uns jetzt mal ein Model View Controller Beispiel mit Implementierung an. Ich habe dazu mal ein bisschen was mit einer Oberfläche gemacht. Wir können uns das Ganze einfach mal angucken in diesem Projekt. Ich starte es mal, das heißt also, ich lasse das Ganze einfach mal laufen. Run as Java Application. Dann habe ich auf meinem anderen Fenster, was Sie jetzt nicht sehen, hier zwei Fensterchen, die ich jetzt hier mal rüberziehe. Dann sehen wir hier im Wesentlichen dran, das, was man typischerweise in der Darstellung haben kann. Ich habe ein Modell, das hat einen Modellwert, der ist am Anfang, wird hier noch nichts ausgegeben, und ein Controller, der hat Plus- und Minus-Tasten. Wenn ich Plus drücke, aha, ja, wird der Wert um 1 hochgezählt. Wenn ich Minus drücke, wird er um 1 runtergezählt. Soweit, so gut. Das sind also die beiden Klassen, die im Wesentlichen hier sind, die jetzt hier mein Programm ausmachen. Dann gucken wir uns mal an, wie das aufgebaut ist. Die Idee ist allerdings hier das Spannende dran, dass ich durchaus mehrere Views haben kann. Wir gucken uns das Programm mal an, indem wir einfach mal die Main reinsehen. Da sehen wir im Wesentlichen schon drin, ja, es wird ein Model erstellt. Die Klasse heißt X-Model, aus historischen Gründen egal. Der View kriegt das Model mitgeteilt. Wir wissen ja, dass er dann sagt, guck, was ist denn da? Und der Controller, ja, der steuert dann alles, was wir hier haben. Und das ist dann die Grundidee. Und ich habe hier schon mal so reinkommentiert, was passiert eigentlich, wenn ich noch weitere von diesen Views und Controllern hier erzeuge. Machen wir das mal, indem ich das hier auskommentiere, Control 7, eine Sache. Und dann habe ich hier mehrere Views. Und das hier mache ich aber einmal kurz dicht. Das heißt, das terminiere ich dann in der Form. Das heißt, was habe ich jetzt? Ich habe mehrere Controller, aber ein zentrales Model. Ja, lassen wir das Programm ganz einfach mal laufen. Dann muss ich die Fenster mal hier kurz rüberschubsen. Wenn wir uns genau angucken, habe ich da einen Controller, ein Model natürlich, Entschuldigung, ein View. Ein Model sehen wir ja nicht, das ist im Hintergrund. Noch ein View und noch ein Controller. Das ist also das, was hier grundsätzlich existiert. Ja, und dann kann ich damit mal spielen. Wenn ich Plus drücke, oh, dann sehen wir ganz einfach, alle Views zeigen ja das identische Model an. Und deswegen, wenn ich hier mitspiele, ändern sich die Werte. Und was ist, wenn ich es hier mache? Jo, ist genauso. Das heißt also, alle Controller steuern das gleiche Model und können damit arbeiten. Ich könnte natürlich auch ein neues Model erfinden und dann würden unterschiedliche Models dann damit gesteuert werden. Das ist so die Grundidee, die wir dort haben. Dann gucken wir uns mal an, was da so passiert. Nullte Sache, wir gucken nochmal ganz kurz drauf. Das hier ist eben ein ganz braves Modul. Und wir sehen, ich habe hier ganz einfach drinstehen, das Ding soll den Namen oad.mvc haben. Boah, na gut, hat es so. Requires java.desktop. Genau, die Klassen, die wir hier sehen, das sind so klassische, leicht hässliche Klassen aus Java Swing. Die könnte man natürlich noch alle gestalten, Farben und Ecken und so. Kann man alles ändern, wenn sie es interessiert.
ja, gucken Sie sich selber mal an in der Form. Aber erstmal, das ist das, was man drin hat. Wir erkennen hier aber auch dran, dass das hier nicht zum Standard von Java gehört. Das ist nicht das Base-Paket, sondern deswegen muss hier ein Requires stehen. Und eben nochmal, wenn Sie es sauber machen wollen, ist es so, dass man hier sagt, ich möchte gerne die Sachen nach außen anbieten. Dazu gibt es eben ein Export und dann kann ich hier das Paket angeben. Das heißt hier MVC. Und da ich natürlich auch gerne Reflection und Ähnliches immer möglich haben möchte, muss ich hier ein Open vorschreiben. Das ist so eine kleine Randnotiz nur, damit man das sehen kann. Dann gucken wir uns das mal an. Wir gucken uns zunächst einmal das Model selber an. Das Model sieht etwas komplex aus, ist es aber nicht, hat einfach zwei Sachen beinhaltet. Das Model hat einmal diese Listener-Verwaltung. Das heißt, wer interessiert sich für mich? Das heißt, ein Model muss wissen, wer ist mal daran interessiert und hat seinen eigenen Modellwert. Dann, also hier wieder nur eine Variable oder nur eine Variable, das könnte man natürlich mal mit mehreren dann machen. Das wird dann noch ein bisschen schöner aussehen, wäre auch nicht so schlecht. Ja, dann muss man überlegen, welche Methoden habe ich verpflichtend. Ich muss dann die Möglichkeit haben, dass sich jemand bei mir anmeldet. Das Anmelden passiert mit xmodelListener. Damit wird ein Objekt übergeben, was xmodelListener realisiert. Und wenn ich mir xmodelListener einmal ganz kurz angucke, ist das ein ganz einfaches Interface, in dem drin steht, du musst die Methode überschreiben, die xModelChanged heißt. Also alle meine ModelListener haben diese Methode. Hier steht schon als Anmerkung drin. Ich könnte natürlich hier auch noch Parameter übergeben und Ähnliches. Das werden wir später nochmal diskutieren, wenn wir ein verwandtes Pattern mit Observer Observable uns da nochmal ansehen werden. Aber erstmal, das ist einfach nur zum Informieren. Kuckuck, das Model hat sich geändert. Ja, gucken wir uns das Model nochmal ein bisschen genauer an. Also einmal anmelden. Dann kann man den Wert aus dem Model rauslesen. Das ist auch relativ einfach, steht hier auch netterweise schon drin. Und dann gibt es eben eine Methode ChangeValue. Mit der kann das Model bearbeitet werden. Delta ist eben, ja, Mathematik, einfach die Veränderung des Modellwerts. Plus gleich ist ja this Modellwert gleich this Modellwert plus Delta. Eine Veränderung. Und dann passiert eben das Spannendste. Ich informiere alle Views, alle X-Model-Listener, ich habe mich geändert als Model. Ja, und dann gucken wir uns das mal an, was da so drin steht, und dann überlegen wir mal, was da gemacht wird. Ja, ganz einfach, wir iterieren über unsere Liste der Listener und sagen allen Bescheid, guck, guck, da hat sich was geändert. Also jedem Listener wird gesagt, hier x Punkt, ich habe mich geändert, mach mal irgendwas dazu. Das ist die Kernfunktionalität, praktisch alles sehr zentral aus Model View Controller ist eben in diese Klasse hineingepackt worden. Ja, dann können wir noch mal gucken, wie der Controller aussieht. Das ist ja praktisch hier so eine Klasse mit diesen zwei Knöpfchen drin. Deswegen sieht das ein bisschen länger aus. Da werde ich aber nicht wirklich auf die Details eingehen von den Knöpfchen und sowas dann. Aber so eine kleine Randnotiz vielleicht machen. Gucken wir uns das an. Der X-Controller extends den JFrame, damit ich dann eine Oberfläche habe. Die Meldung nebenbei. Wir wollen eine automatische Serializable haben, damit man da irgendeine eindeutige ID hat. Wenn sich dann Objekte, Klassen verändern, müssten Sie die ID anpassen. Kann man machen, wenn Sie es wollen, kann man das irgendwie generieren lassen. Muss man definitiv nicht, aber falls Sie so eine Meldung stört, packen Sie so ein Ding rein. Nur wichtig, wenn Sie dann eine neue Version programmieren, ganz einfach, ändern Sie die Nummer ab. Dadurch kann Java erkennen, dass sich irgendwelche Versionen verändert haben. Das ist so der Trick, der hinter dieser Nummer steht. Aber das interessiert hier gar nicht so intensiv. Unser Controller muss das Model kennen und kriegt deswegen auch ein Model übergeben. Kriegt dann noch eine Ausgabe, genau gesagt ist das die Fensterüberschrift, die man hier so ein bisschen blässlich klein sieht und hat dann das Model hier stehen. Der Rest ist hier erstmal nur Gadget-Kram für die Oberfläche. Also wir gucken uns ein Layout an, wir machen einen Knopf, der Plus heißt. Der Plus und Knopf kriegt irgendwie dann einen Font übergeben, damit die Schrift irgendwie ein bisschen größer wird. Und dieser Knopf wird dann der Oberfläche hinzugefügt. Dann interessant, der Knopf muss ja irgendwas machen. Und um das zu machen, gibt es hier eine Methode addActionListener, mit der ein ActionListener-Objekt übergeben wird. Hey, das hier ist ModelViewController, nicht ganz in dieser Basisform, aber verwandt damit. Das ist ein sogenanntes ModelDelegate-Prinzip, was es hier in Swing auch gibt. Das hier ist ganz einfach. Wir melden hiermit ein Objekt an, was sich dafür interessiert, wenn man auf den Knopf klickt. Dazu muss das Interface ActionListener implementiert werden. Und das ist die Kompaktform in Java, wie man auch eine Klasse aufschreiben kann, die ein Interface realisiert. Um das sicherer oder schöner zu machen, ist ein AddOverride hier natürlich immer angebracht. Ja, und das Interessante für uns ist allerdings nur, was hier drin passiert ist. Wir gehen zum Model und ändern dann den Wert. Plus 1 soll der Plusknopf machen, deswegen steht hier eine 1 drin.
Ja, und dann müssen wir noch einen Minusknopf machen. Der ist natürlich erschreckend identisch. Hier steht noch ein nettes kleines Add-Override dran. Das heißt, wir haben die Möglichkeit hiermit zu sagen, was dann hier mit dem Minusknopf passieren soll. Und es wird minus 1 übergeben. Der Rest ist nur dafür da, dass die Oberfläche sauber ist. Kleine Randnotiz, das hier ist wichtig, damit die Fenster wirklich irgendwie dazu führen, dass der Prozess terminiert. Wenn Sie es nicht machen, haben Sie einfach Fenster, die im Hintergrund noch sind, die man auch noch einblenden könnte, aber das Programm würde nicht terminieren. Jo, damit kann man also dann praktisch so einen Controller dann systematisch umsetzen in der Form, was wir dort haben. Als letztes haben wir dann nochmal die Möglichkeit, uns die Sachen anzuzeigen. Das heißt, da müssen wir einmal auf den View gucken. Machen wir den View einmal auf und sehen eben View Extends JFrame für die Grafik, aber für uns viel wichtiger Implements X Model Listener. Das heißt also, ich muss dieses Interface hier realisieren. Das mit dem Serial machen wir einfach hier auch nochmal. Irgendeine zufällige Nummer ist auch ganz toll, die wir dort haben. Da wir die Sache nicht in Dateien abspeichern wollen, diese Objekte, ist das nicht wirklich spannend. Ja, also haben wir hier ganz einfach mal ein X-Model und wir haben dann noch die Darstellung. Der Text wird als sogenanntes Label hier gespeichert mit einem Modellwert Doppelpunkt. Das ist nur ein String, der hier drauf liegt. Kann man sicherlich auch anders machen, egal. Aber wichtig ist, unser View kennt das Model, kriegt eine Überschrift, Font verändern und das Model wird gemerkt. Das ist wieder wichtiger. Und das ist dann eben der entscheidende Schritt. Wir gehen dann hin, und sagen dann this.xModel, also das Model, was wir beobachten, und wir melden uns an. Add xModelListener this. Ich melde mich selbst an und sage, habe dieses Interface realisiert. Ja, und der Rest ist für die Anzeige da. Damit wird unser Knöpfchen dann eben, unser Label sichtbar. Hiermit wird eben unser Fensterchen hier wieder aufgebaut in der Form. Und ich muss natürlich das Interface realisieren. Hier fehlt das Add-Override, um die Sachen noch ein bisschen schöner zu machen, damit wir sehen können, was wir damit machen. Das heißt, wir sind letztendlich in der Situation drin, dass wir hier mit drauf reagieren können, dass sich der Modellwert geändert hat. Und die Reaktion passiert hier, weil ich gehe zum X-Model hin und hole mir seinen Wert. Und der wird eben dann auf dem Label ausgegeben, sodass dieser Wert sich dann da immer ändern kann. Das ist also die Grundidee. Ja, gucken wir noch einmal ganz kurz auf die Main drauf. Ich beende das mal hier und mache das mal, was ich gerade erwähnt hatte. Ich mache mal noch ein zweites Model, damit wir eben sehen können, dass die Sachen dann auch wirklich getrennt sind. Also machen wir es mal hier. Also noch ein neues X-Model. Machen wir aber hier ein X-Model X1. Hier machen wir auch noch ein X1 raus. Hier auch ein X1. Und lassen das Programm hier auch nochmal laufen. Ja, da kriegen wir wieder einige Fensterchen, die ich erstmal hier herholen muss. Also hier habe ich einen Controller, hier habe ich einen Modellwert, hier habe ich noch einen Controller und hier habe ich noch einen Modellwert. Sehe ich den irgendwie an, welcher Controller zu welchem View gehört? Nö. Spielen wir mal rum, machen ein Plus und sehen, oh, die beiden gehören zusammen. Da sehen wir hier dran, das ist die eine Variante, die wir hier haben. Und wenn ich hier eben das Ding hier mal hinpacke, damit es ein bisschen schöner aussieht, kann ich hier mit Plus und Minus auch sehr schön die Sachen steuern, sodass ich die Chance habe, eben hier auch vollständig damit zu spielen. Ich habe die verschiedenen Sachen, die ich Ihnen gerade in Eclipse gezeigt habe, hier auch nochmal auf den Folien zusammengefasst. Da gibt es jetzt keine großartigen neuen Informationen, deswegen werde ich das eben sehr kompakt nochmal überfliegen und Ihnen zeigen, was es dort gibt. Also Idee, wir haben unsere Oberfläche hier, in der einmal, es gibt ein Model und eine Modelklasse, die sehen wir hier nicht drin, aber es gibt einen View, der eben den Wert des Models aktuell anzeigt und es gibt einen Controller, auch als Oberfläche mit zwei Knöpfchen, Plus und Minus, mit denen der Modelwert einfach hier erhöht oder erniedrigt werden kann. Die Klassen heißen aus irgendwie historisch für mich Gründen irgendwie X-Model und ähnliche Sachen. Ja, und dann sehen wir, dass das genau die Sachen umsetzt, die wir schon vorher besprochen haben. Das heißt, es gibt eine Starterklasse, die erstmal ein Model erstellt. Dann wird ein Controller erstellt, der das Model kennt. Und dann wird hier ein View erstellt, der eben jetzt auch ganz genau dieses Model hier kennt. In der Form, was wir hier haben. X ist ja jetzt hier das Model. Etwas unglücklich, der Name. Egal. Was macht der View als erstes? Er sagt beim Model Bescheid. Kuckuck, ich bin da. Add xModelListener this. Ah, dieses X-Model-Listener, da haben wir die Idee, dass es ein Interface ist und es können beliebig viele Views sich anmelden und die sagen Bescheid, dass sie da sind. Wenn dann der Nutzer irgendwie mal so ein Knöpfchen drückt, führt das dazu, dass im Controller eben die Aktion ausgelöst wird, dem Model Bescheid zu sagen, ändere deinen Wert mal plus 1. Das Model sagt dann dem View Bescheid, oh, ich habe mich geändert und der View sagt, oh,
gib mir mal deinen Wert. Und dann kommt der Wert zurück und dann ist die Aktion abgelaufen hier in der Form. Sie sehen, die Rückgabepfeile habe ich vereinfacht und weggelassen, um das Diagramm kompakter zu machen. Ja, dann das gleiche Verhalten für den Minusknopf nochmal. Man drückt auf den Knopf. Der Controller sagt, oh, Change Value minus 1, also zähle einen runter. Das Model sagt wieder dem View Bescheid, ich habe mich geändert und View fragt ganz einfach nach, wie sieht der aktuelle Wert aus und zeigt den wieder an. Das ist also die Grundidee. Das Klassendiagramm sieht dann wie folgt aus. Wir haben hier unten den Controller, der eben die Plus- und Minus-Taste realisiert, was eben mit den Knöpfen verbunden wird. Der Controller kennt genau das Model, was er eben steuert. Er hat also die Chance, hier Change Value aufzurufen in seiner Objektvariablen. Und das Model selber hat eine Sammlung von X-Model-Listenern. Und in dieser Liste der Listener stehen alle Views drin, die sich für das Model interessieren. Und jeder einzelne View muss dann eben dieses Interface realisieren. Das heißt, muss auf die Methode X-Model-Changed reagieren können. Ja, und jeder View kennt auch selber das Model, was er steuert und kann sich so praktisch die Werte dann holen. Die X-Stator-Klasse habe ich vollständigerweise nochmal reingepackt, damit man hier sieht, das ist die Hilfsklasse für Main. Die Klasse selbst dürfte natürlich auch Main heißen. Wäre ein noch kleiner, schönerer Name gewesen. Schauen wir mal nochmal auf den Programmcode, wobei ich da bewusst hier eben ja, nur die wichtigsten Sachen intensiver besprechen möchte. Ich habe die wichtigsten Sachen nebenbei, glatt gelogen, hier praktisch dann gleich nochmal markiert. Fürs Model ist es aber so, dass alle Sachen wichtig sind. Was hat das Model eigentlich nochmal? Genau, das hat erstmal seinen fachlichen Wert, also alle Modelleinträge, die es gibt, also alle Attribute, die wichtig sind, Objektvariablen, hier eben den Wert 42 in der Variablen Modellwert stehen. Und es hat eine Sammlung von Views, die sich angemeldet haben. Das sind eigentlich schon zwei Aufgaben, da könnte man auch noch ein bisschen über eine Trennung nachdenken, aber das machen wir später vielleicht mal. Also wir haben eine Sammlung von Listener. List ist das der knackigste Typ. Wenn sich jemand zweimal anmelden will und das irgendwie wichtig findet, vielleicht gibt es da ja doch irgendwelche Gründe für, warum nicht. Also deswegen habe ich eine List genommen, die jetzt hier eben da genutzt wird. Also Set würde, glaube ich, mindestens genauso schön sein. Ja, und dann gibt es eben die Möglichkeit, sich beim Model anzumelden mit addXModelListenAssist. Beim addXModelListener in Klammern wird man da eben sich selber übergeben und sich selber heißt, man muss das Interface xModelListener implementieren. Und dann landet man in der Liste drin. Mit get hole ich mir also den Wert des Modells. Das kann natürlich wesentlich komplexer in der Realität sein. Vielleicht wird man darüber informiert, was sich alles geändert hat. Und dann kann man eben beim Model nicht nur plump fragen, wie sieht da ein Wert aus, sondern da vielleicht auch noch mit Varianten arbeiten. Aber wir haben ja nun mal eine Basisstruktur. Ja, hier wird einfach der Modellwert abgefragt. Und mit Change Value gibt es eben zwei Schritte. Einmal wird der Modellwert geändert mit dem Delta-Wert, der hier steht, die Veränderung. Und es wird FireXModelChanged als interne Methode aufgerufen und die iteriert über alle Listener, die es gibt und sagt denen dann Bescheid, hey, ich habe mich geändert. Das ist die Grundidee des Models hier. Ja, der View ist dann relativ einfach, der muss das X-Model kennen. Der Rest ist eben ein bisschen Swing-Krams in Anführungsstrichen, damit wir die Sachen darstellen können. Wir haben den Viewer gleichzeitig als Anzeige. Deswegen gibt es hier noch ein Label, wo der Modellwert eben drin steht. Und Sie sehen hier, wichtig ist, das Model wird übergeben und landet in dieser Objektvariablen drin. This model, x model ist gleich x. Und der nächste wichtige Schritt ist, dass wir den View hier nehmen und beim Model anmelden. Wir rufen auf dem x model dann add x model listener auf, in Klammern this, und deswegen müssen wir auch hier dieses Interface implementieren. Ja, und dann sehen Sie, der Rest ist ein bisschen für die Darstellung da, die Größe möchte ich nicht so im Detail eingehen. Die Einrückung ist hier ein bisschen daneben gelaufen, egal. Und hier sehen Sie, da habe ich das Add-Override hier auch vergessen, weil es irgendwie auf die Folie passen musste dann in der Form. Gebe ich zu, aber hier ist das X-Model-Change, das ist dann die Methode aus dem Interface. Und damit kann man eben dann die Darstellung des Labels auf dem Bildschirm verändern. Das passiert eben mit dieser Methode. Ja, und dann haben wir hier eben den Controller und der ist einfach nur dafür da, das Model zu steuern. Ich habe hier nebenbei das Sternchen genutzt, Sie dürfen es nicht, das habe ich Ihnen lange erzählt, warum das gruselig ist, aber da es auf eine Folie eben wieder passen sollte, na gut, ist es hier okay. Und ich wollte es aber trotzdem einmal gezeigt haben dann, dass die Sachen da sind, sonst lasse ich das ja eigentlich gerne weg, aber wollte ich hier mal ganz kurz nicht machen. Ja, das heißt also, der Controller kennt das Model.
Und das heißt, er kriegt das Model übergeben und merkt sich das. Der Rest ist wieder nur die Möglichkeit, den Controller noch zu visualisieren, indem wir da zwei Buttons mal hinpacken. Da sehen wir hier dran einen Button Plus dann in der Sache, der eingefügt wird. Und nebenbei, hier steht auch noch was, Plus Add Action Listener. Ah, was passiert hier drin? Nur eine Kleinigkeit nochmal Richtung Java, falls Sie es noch nicht gesehen haben. Hier Add Action Listener heißt, hier soll ein Objekt übergeben werden, das das Interface Action Listener implementiert. Und in Java gibt es die Möglichkeit, jederzeit direkt Objekte hinzuschreiben. Der Trick ist, ich schreibe einfach New Action Listener, das ist das Interface, runde Klammern, und dann in geschweiften Klammern die Implementierung vollständig hin. Hier könnte ich noch einen Add Override wieder hinschreiben, wäre noch schöner. Dann könnte man das noch präziser uns an sich angucken. Aber das hier sagt ganz einfach nur aus, ganz wichtig, wenn der Knopf gedrückt wird, geht zum X-Model hin, also this.xModel, sauberer, change value 1. Das heißt also, damit wird der Wert um 1 erhöht. Ja, das Gleiche passiert hier nochmal mit dem minus 1, das erzähle ich Ihnen aber jetzt nicht nochmal in der Form, was Sie dort haben. Der Rest ist Gadgets zur Darstellung, damit es unbrauchbar auf dem Bildschirm aussieht. Man muss dann noch das Interface festlegen. Ja, das ist eben das Interface, die eine Methode xModelChanged. Du kriegst diese Nachricht eben, wenn sich irgendwas geändert hat. Alternativ könnte man hier auch Parameter übertragen. Das ist eben bei größeren Sachen, die ModelView-Controller machen, spannender darüber nachzudenken, wie man das dann insgesamt aufbaut. Ja, und letztendlich muss es noch eine Klasse geben, die Sachen zusammenbaut. Das machen wir eben hier. Das Model wird erzeugt, der View wird erzeugt und der Controller und dann laufen sie alle. Und wir können eben beliebig viele Views und Controller für das gleiche Model hier nutzen. Und die Steuerung würde dann sicherstellen, dass die einfach sauber zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit habe ich hier auch nochmal versucht zu visualisieren. Das heißt, man kann sich da vorstellen eben, dass wir hier die Chance haben, hier mit zwei Views, die wir dort haben und zwei Controllern, einfach mal bei irgendeinem Controller, das ist der hier zum Beispiel, mal auf Minus zu klicken und wir sehen, in beiden View-Darstellungen, die wir haben, ist der Wert um einen runtergegangen. Das zeigt nochmal so, wie das Grundprinzip hier sein sollte. Bereits erwähnt, Model View Controller ist erstmal nur eine Idee zur Aufteilung. Wie die Klassen zusammenarbeiten, da kann es Varianten geben. Deswegen schlagen Pattern typischerweise generell nur mögliche Lösungen vor, die man in Projekten variieren kann. Zum Beispiel das Interface könnte man auch wieder weglassen, wenn man weiß, dass man direkt nur eine View-Art unterstützen möchte. Das Interface macht es natürlich flexibler. Weil jeder, der das Interface realisiert, kann sich dort als Interessent anmelden, ich möchte die Änderung vom Model mitbekommen. Das ist eigentlich recht schön. Die Aufteilung ist auch sinnvoll, wenn nur ein View existiert. Das haben wir auch gesehen. Das ist einfach die Spielerei, die wir vorher schon mit den Sequenzdiagrammen gesehen haben. Es gibt noch eine Variante, Controller und View können eng, wenn sie eng miteinander verknüpft sind, könnte man daraus vielleicht nur eine Klasse machen. Das passiert zum Beispiel bei GUI-Elementen in Spring in der Bibliothek drin, was es dann dort gemacht wird. Wird man sonst eher nicht machen, aber da ist es einfach historisch so passiert, dass es eben dann diese Form angenommen hat. Über die Listenverwaltung haben wir auch gesehen, die haben wir Model drin. Die könnte man nebenbei auch woanders machen. Könnte man auch den Controller als wichtiger ansehen? Die Antwort ist ja. Und das gucken wir uns gleich nochmal an, dass es da einige Ideen geben kann, das zu verschieben. Also, und nochmal, auch ohne diese Listenverwaltung mit mehreren Freunden ist die einzelne Aufteilung in M, V und C sehr sinnvoll, um eine schöne Architektur zu bekommen. Da sehen wir hier nochmal dran, eben eine Variante, die wir hier haben, ist, dass der Controller zum Beispiel die Sachen alle managt. Was bedeutet das? Das gucken wir hier unten nochmal drin. Wir erzeugen unser Model, was da ist. Wir haben ein View. Das View kennt durchaus den Model, das Model, was sich hier gibt. Aber die zentrale Steuerung wird vom Controller übernommen. Der kennt alle Models, nein, das eine Model und alle Views, falls es mehrere geben sollte. Hier mal nur einen davon. Und dann sieht es so aus, dass beim Controller das Ändern aufgerufen wird. Der ändert auch das Model, gleicher Schritt wie vorher, aber er ist verantwortlich für die Gesamtsteuerung. Er sagt dann, nachdem er das Model geändert hat, in seinen Views Bescheid, hey, da hat sich was geändert im Model. Und der View sagt, oh, ich kenne das Model, ja, frag mal nach, wie die aktuelle Änderung aussieht. Und dann fließt die Kontrolle hier wieder zurück. Und wir haben das Ändern hier vollständig abgeschlossen. Das ist also durchaus auch eine Idee, in der eben der Controller die zentrale Aufgabe hat, ja, über alle Views zu wachen. Oder halt nur über einen View, wenn das hier der Fall ist. Die Variante, die ich Ihnen gerade nebenbei gezeigt habe, ist durchaus auch häufiger vertreten in der Realität.
Ganz einfach, viele Sachen im Internet, also wenn Sie da irgendwas angucken, was irgendwie für Webseiten und sowas da ist, funktioniert sehr ähnlich. Stellen Sie sich als View mal den Browser vor, also eine Webseite genauer gesagt, den Browser, also eine Webseite. Auf der Webseite klicken Sie irgendetwas. Dieses Klicken führt dazu, dass auf dem Server beim Controller aufgerufen wird, oh, da hat jemand diesen Knopf geklickt. Der Controller sagt dann seinem Model Bescheid, da hat sich was geändert, ändere mal deine Werte. Dann sagt der Controller, oh, da haben sich einer die Werte geändert, ich erzeuge mal einen neuen View, der liest seine Werte und berechnet seine Darstellung. Dieser View wird dann neu gerendert und dann neu übergeben zum Client, also zum Browser. Die alte Webseite stirbt hier und hier kommt eine neue Webseite an. Und das ist die Idee, wie man fast alle Sachen im Internet mit irgendwelchen Reaktionen dann praktisch beschreiben kann. Also wir haben zentrale Controller-Komponente, die sehr viele Aufgaben hat, kann man auch noch weiter aufteilen und, und. Und wir haben eine Modellkomponente und es gibt getrennte Möglichkeiten, eben Views, also die resultierenden Seiten zu berechnen. Und das ist eben die Idee, die jetzt hier auch nochmal dargestellt wird. Nur als Randnotiz, diese Idee von Model View Controller gibt es noch in weiteren Varianten. Wenn Sie solche Namen lesen, muss man einfach gucken, was dahinter steckt. Model Delegate zum Beispiel, Controller und View zusammen. Ah, hatte ich bei Swing, glaube ich, gerade kurz erwähnt. Hat den Namen, glaube ich, nicht erwähnt. Egal, also Delegate, wenn man das da mal lesen könnte. MVVM, Model View, View Model, ist eine eigene Idee für im Wesentlichen das Frontend, in der Darstellung, was man dort hat. Also da gibt es ein Model, ein View zur Anzeige und das View Model enthält die Informationen des Models, die der View anzeigen soll. Der View kann aber auch dazu genutzt werden, die Sachen zu ändern, also bidirektionale Verbindungen hier zwischen. Und dann kann man damit eben auch eine Oberflächensteuerung programmieren. Das findet man zum Beispiel sehr stark, wenn sich C-Sharp machen sollte. Ja, andere Varianten heißen Model View Presenter oder Model View Adapter. Die sind von der Steuerung her noch ein bisschen anders. Wenn Sie Spaß haben, schlagen Sie es mal nach. Ansonsten glauben Sie mir eben, dass das Konzept ähnlich ist, aber im Detail eben von der Funktionalität doch ein bisschen anders umgesetzt wird.